Nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von unserem Elsass Roadtrip. Und zwar haben wir uns noch eine Kleinstadt ausgesucht, die Stadt Obernai. Circa 11.000 Einwohner und die checken wir jetzt mal ab und da kriegt ihr auch ein paar Eindrücke. Saufbus, woo. Da geht's in die Altstadt rein. Dann auf in die Altstadt. Sieht schon mal richtig schön aus. Gleich auch wieder zwei Stadtmauern. Hier hat man wieder einen kleinen Rundweg, nehme ich mal an. An der inneren Stadtmauer vorbei. Mega der schöne Stadteingang nach Obernai. Und hier noch ein paar Infos zur Befestigungsanlage. Wunderschön. Wie man hier sieht, ca. 30 Kilometer von Straßburg entfernt. Ein paar Infos. Und wer hätte es gedacht? Fachwerkhäuser aus Mittelalter und Renaissance. Natürlich crowded, wie immer. Hier eine ältere Synagoge aus dem 19. Jahrhundert, bevor es in die Stadt reingeht. Wee wee, beautiful. Gibt's erstmal ein Eis für uns, vielleicht werden wir dann wieder wacher, gell? Prost. Richtig schöne Altstadt wieder. Natürlich ziemlich crowded. Hier haben wir den Marktplatz von Obernai. Und da hinten sieht man die Saint-Pierre-et-Paul-Kirche. Und da das Orangen ist das Rathaus. Da kommen wir gleich nochmal näher ran. Neben dem Rathaus sieht man noch einen Glockenturm, einen alten. Eigentlich auch einen abgebrochenen Glockenturm, wie man sieht. Und er ist aus dem 15. Jahrhundert. Aber insgesamt richtig schöner Marktplatz wieder. Und weiter geht's. Mal gucken, ob man da auch mal reinspähen darf. Ja, nur ein altes Kirchenfenster. Nee, hat zu. Richtig nice City. Jetzt habe ich mir noch eine Map abgestaubt, damit ich auch wieder richtig schön im Touri-Modus bin. Jetzt auf zur Rue de Pellerie. Ohlala. Schöne Gebäude. Der Elsass kann schon was, gell? Mhm. Aha, anscheinend auch noch ein Must to see in Obernai. Hier noch ein paar Infos und es handelt sich um einen Zenthof. Dann laufen wir mal zu der Stadtkirche. Saint-Pierre-et-Paul. Da hinten nochmal der Glockenturm. Und da fahren wir gleich eine Runde Karussell, oder? Da kommt wieder die Touri-Bimmelbahn. Aber die lassen wir heute weg. Ja, schön. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und hier einen der schönsten Brunnen aus dem Elsass, aus der Renaissance. Beautiful. Allgemein alles ziemlich leicht zu erlaufen. Relativ überschaubare Innenstadt. Und hinter mir sieht man den bekanntesten Spot hier, die Saint-Pierre-et-Paul-Kirche. So ein schönes Stadtbild insgesamt. Echt beeindruckend. Da vorne noch das Frappel-Monument. Interesting. Und noch das Giss-Monument. Und dann spähen wir mal kurz in den Seitenangel rein. Und hier nochmal von der Seite ein kleiner Fluss. Fließt auch noch durch die Stadt. Das war ein Blick in die Kirche und jetzt geht's wieder zurück ins Stadtzentrum. Noch ein paar Gässchen erkunden. Urig alles. Urig. Und willst du mal fahren? Keine Lust heute, gell? Und nochmal ein letzter Blick auf den Hauptplatz. Lecker, lecker. Oui, oui. Und so ein Messegelände. Party. Ach, da gab es vorhin ein paar Essenstände und so weiter. Das war die französische Kleinstadt Obernai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber wir haben jetzt noch einen kleinen Stopp zum Abschluss vor uns. Und den seht ihr gleich. Und zwar endet unser Elsass Roadtrip genau hier am Odilienberg. Und da schlendern wir jetzt nochmal in ein Kloster und checken nochmal die Aussicht. Hier der Klostereingang.
Der Odilienberg befindet sich ungefähr 15 Minuten circa von Obernai entfernt. Und genau, da geht es auch gut das Gebirge hoch. Eine große Klosteranlage. Und da rein geht's. Und der Klosterinnenraum. Da noch ein paar Infos. Der Teil hier ist die Maria-Himmelfahrtskapelle. Richtig schöner Klostergarten. Und hier geht's noch mal rein. Und hier gleich noch mal die wunderschöne Aussicht von der Klosteranlage hinunter. Hammeraussicht. Das Kloster Saint-Thiel noch mal von der Seite. Und da oben haben wir die Gute. Wunderschön. Hier schon alles erklärt und genau geradeaus müsste sogar Straßburg noch zu erkennen sein. Beautiful. Vogelgezwitscher überall. Also wenn das kein perfekter Roadtrip-Abschluss ist, dann weiß ich auch nicht weiter. War das schön. Wir verabschieden uns dann schon wieder so langsam. Das Schöne auch an dem Kloster hier oben ist, kein Eintritt, du kannst einfach reingehen, man kann alles anschauen, erkunden und ja, hat am Ende dann auch noch eine richtig, richtig schöne Aussicht. Für uns geht es jetzt langsam wieder zurück nach Würzburg und dann war es das auch schon. Ach, gibt es noch einen schönen Weg außenrum und dann ist man schon wieder am Anfang. Das Kloster am Odilienberg auf jeden Fall ein Muss, wenn man sich mal in der Nähe von Obernai befindet und wie schon vorhin gesagt, Ende des Elsass Roadtrips. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Abo da lassen, Like da lassen und bis dann.